beseitigen durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und der Rauch, der die gesamte Insel einhüllte, trieben mehr als einmal die Einwohner von Yaiza in die Flucht. But some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens. Besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the Gila vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden. Der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, finden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Forellen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montagna del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnendes Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge.